Die Hexe. Erschaffen, um zu töten. Einer von ihnen ist eine Legende. Ja, mein Name ist Markus Pfeiffer. Ich bin Sprecher, unter anderem als Geralt von Riva in The Witcher 3. Genannt der Weiße Wolf. Ich liebe einfach Mystik. Ich liebe Fantasy. Ich finde das, da habe ich sofort meine eigenen Bilder im Kopf. Komm, ich will dich jemandem vorstellen. Eigentlich Markus ist ein sehr fröhlicher Mann, also das ist immer witzig, wenn er ins Studio kommt und dann den Geralt jetzt spricht, aber man fühlt, dass er sich wirklich in den Charakter einzieht, ja, also dass er zu dem Charakter wird, und das ist natürlich super. Wie nennt man dich, Meister? Geralt von Riva. Geralt von Riva. Das ist doch mal eine Erzählung wert. In Novigrad ist sie nicht. In Velen auch nicht. Wo sollen wir noch suchen? Geralt ist auf jeden Fall relativ kurz angebunden. Der Baron ist am Rand des Wahnsinns. Straight, also klar, geradezu. Mir würde da so einiges einfallen, Yennefer. Er ist auf jeden Fall eine positive Heldenfigur. Er versucht, das Richtige zu tun. Und das gefällt mir eigentlich auch sehr. Ich hab's dir immer gesagt. Ja? Das musst du nicht. Das Alter kann so schön sein. Ja? Wie oft habe ich dir das gepredigt? Und was machst du? Ja, da sind komische Wesen mit Dellen und irgendwelchen langen Fingern. Und also es ist schon ein bisschen gruselig da so für mich im Kopf. Aber der Wesemir, der gibt mir eigentlich dann wieder ein bisschen Vertrauen, weil er so als Mentor auftritt und ganz, ganz lieber, aber immer einen Finger hebt und sagt Hallo, ne, immer dafür sorgt, dass das richtig läuft. Sieh an, wenn der Wind hierher bläst. Du warst ganz schön lange weg. Sie ist zurück, Geralt. Nach all diesen Jahren. Ich spiele Ciri und ich bin so eine Taffe, die weiß, was sie will und sich durchsetzen kann und eigentlich die ganze Zeit auf Reise ist und nirgendwo gerade im Moment zu Hause ist und ankommt. Na schön, Onkel Wesemir. Mal sehen, wie gut dein Klingenöl noch wirkt. War jetzt lange verschollen und in dem Spiel geht es dann darum, mich zu suchen, weil ich verfolgt werde und zu gucken, dass es mir gut geht. Spiele werden immer größer, hat sich schon sehr rasant entwickelt. Wenn man das mal vergleicht, wenn man jetzt einen Spielfilm nimmt, der hat, ich sagen wir jetzt mal, im Schnitt 1000 Takes, können 1200 sein. Und so ein Computerspiel, so wie Witcher, da kommen schon mal leicht 30.000 bis 40.000 Takes zusammen. Wir haben, wenn wir heute fertig sind, erst 2000, also habe ich noch 10.000 vor mir. Je näher wir zu der Premiere sind, desto spannender wird es, weil das Spiel so wirklich gut aussieht. Und wenn wir jetzt die Sprecher aufnehmen und dann das in das Spiel hineingeht, dann werden die Charaktere jetzt lebendig. Und da fühlt man endlich, dass es schon fast fertig ist.